Ich bin Pamela von der Brettspielgarde. Michael und ich waren auf der Spieldoch, der Brettspielmesse in Dortmund. Und ja, da haben wir ganz viele interessante Spiele für uns entdeckt und auch sehr tolle Interviews geführt. Wenn ihr das Video noch nicht kennt, dann auf jeden Fall unbedingt mal anschauen. Und ihr kennt das ja, ansonsten wie immer gerne ein Abo da lassen, damit ihr künftig nichts verpasst. Und heute habe ich etwas Besonderes für euch. Und zwar waren wir nämlich auch bei Lookout-Spiele eingeladen und haben drei Spiele getestet, die es noch gar nicht gibt. Also wir haben uns drei Prototypen angeschaut und dazu erfahrt ihr jetzt ein bisschen mehr. Viel Spaß! So, wir sitzen jetzt hier zusammen mit der lieben Ninja. Kannst du einmal rüberschwenken. Und der Annika und dem Jagosch von Lookout. Und die erklären uns jetzt hier ein neues Spiel. Genau, Tipperary ist eines unserer Spiele, was in diesem Jahr rauskommen wird. Es spielt in Irland. Jeder von uns vertritt oder lebt in einer Stadt, das man hier als Startplättchen symbolisiert hat. Von dort aus gehen wir raus, erkunden die Landschaft und schauen uns das schöne Irland an, indem wir in diesem Spiel hier diese Puzzleteile verbauen, nach typischer Puzzlemanier, wie man es aus Patchwork und so Spielen kennt. Wie kriegen wir die Teile? Zu Beginn einer Runde, und 12 werden wir insgesamt spielen, wird dieses Rad gedreht, und Achtung, das ist ein Prototyp, das wird natürlich kein Fidget Spinner sein. Und nach der Drehung zeigt jedes Stadtwappen in einen bestimmten Sektor, zum Beispiel bei dir wird jetzt in diesen Sektor hier gezeigt. Das heißt, du darfst dir eins dieser beiden Puzzleteile jetzt nehmen und verbauen. Das machen wir alle gleichzeitig, sodass eben dadurch keine Spieldauer erzeugt wird, die verloren geht, dass ich auf andere warten muss. Was ist auf den Teilen drauf und was versuche ich zu erzeugen? Also ich versuche möglichst viele Punkte damit zu machen. Einerseits kann ich viele Punkte dadurch machen, dass ich eine große rechteckige Fläche lückenlos bei mir erschließe mit diesen Puzzleteilen. Am Ende des Spiels gibt es dafür dann 1:1 Punkte. Also wenn das eine, sagen wir mal, 6x8 große Fläche ist, kriege ich 48 Punkte dafür. Natürlich, was drüber steht, ist egal. Es geht halt um die größte Fläche, die ich so innen erzeugen kann. Dann gibt es auf diesen Puzzleteilen auch Schafe. Schafe versuche ich möglichst angrenzend zueinander zu bauen. Je größer die Herde, desto mehr Punkte am Ende kriege ich dafür. Und es gibt einen Wanderpokal mit 5 Sondersiegpunkten für diejenige Person, die am Ende sogar die größte Herde von allen hat. Und das wird am Rundenende immer neu vergeben, wenn eine andere Person plötzlich mehr Schafe vorweisen kann. Bei Gleichstand bleibt es bei dir. Ähnlich wie, sagen wir mal, die längste Handelsstraße bei Siedler, wie man das so kennt. Schon ganz gut bei mir. Schafe gehen. Genau. Ja. Dann kann man noch Whisky produzieren. Oh, was für Michael, ja. Indem man Whisky-Distillen mit Getreidefeldern kombiniert. Immer wenn ihr eine neue Kante zwischen Distille und Getreide bei euch erzeugt, dürft ihr, das wird ein Fass sein, das ist jetzt hier natürlich nur so ein Marker, dürft ihr euer Whisky-Fass auf dieser Leiste ein vorrücken. Und am Ende des Spiels bekommt ihr so viele Punkte, wie weit ihr gekommen seid. Unterwegs könnt ihr euch noch Bonusschafe in Holzform besorgen, die ihr dann in eurer Landschaft platzieren könnt, um so die Herde zu vergrößern oder gar zwei Herden zu verbinden. Andere Features, die auf den Plättchen drauf sind, sind mystische Steinkreise. Die sind einfach nur Siegpunkte wert am Ende. Dann gibt es die Moore. Immer dann, wenn wir zwei Moore aneinandergelegt bekommen, schaffen wir ein Schutzgebiet und bekommen dafür dann ein Moorplättchen. Also das ist so ein Plättchen mit so einem Fuchs drauf, das drehen wir um. Und auf der Rückseite sind dann beliebige dieser Features abgebildet, die wir dann halt als Einzelteil bei uns verpuzzeln können, um so auch unsere Landschaft zu vergrößern oder wieder zum Beispiel hier Whisky zu produzieren. Das kann ich dann machen, wie das mir halt kommt. Ein bestehendes Gebiet zu vergrößern bringt leider nichts. Also man muss immer versuchen, neue Gebiete zu schaffen, damit man an diese Plättchen rankommt. Und ein letztes Feature, was es noch auf diesen Plättchen gibt, sind die Ruinen. Die versuche ich möglichst in Dreierreihen zu bauen. Dann bekomme ich aus dem Vorrat einen Turm. Und diesen Turm behalte ich bis Spielende. Bei Spielende darf ich damit Lücken schließen. Also sehr flexibel, dann muss man vorher sich keine Sorgen machen. Während man die Moorteile sofort verbaut, die am Ende. Ein paar Sachen, wo man Punkt bekommt, habt ihr jetzt schon mitbekommen. Eine Sache ist noch, sein Startteil komplett zu umzingeln mit anderen Teilen, gibt nochmal 5 Punkte. Und das waren, glaube ich, auch schon alle so Punktequellen, die ich euch on the fly erzähle. Wie gesagt, am Ende der Runde auffüllen, Schafe kurz vergleichen,
Rundenzähler weiter und so macht er das 12 Runden lang, geht eigentlich sehr fix. Dann werden die Punkte zusammengezählt und wer die meisten hat, gewinnt. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend und wir werden es jetzt gleich erstmal ausprobieren. Gerne. So, und das Spiel ist natürlich nicht das Einzige, was ihr heute mit habt. Ihr habt noch was Schönes mit. Was hast du noch? Genau, diesmal zeige ich euch Mischwald. Das ist ein Kartenspiel von Kosch für bis zu 5 Spieler. In diesem Spiel baut sich jeder eine Auslage von Karten auf, einen eigenen Wald mit vielen Bäumen, unterschiedlichsten Tieren und Pflanzen. Tatsächlich geht es auch darum, dann die Synergien dieser Tiere zueinander, Pflanzen zueinander auszunutzen und möglichst viele Punkte zu machen. Es gibt 3 Arten von Karten, oder ja, 2, 3, wie man es nimmt. Das Wichtigste sind die Bäume. Ne? Ein Wald ohne Bäume wäre ja kein Wald. Soll ich das umdrehen, Michael? Oder so? Das sind die Karten, auf denen wirklich nur dieser Baum zu sehen ist und natürlich ein paar spielmechanische Elemente. Ansonsten, die anderen Karten, die sind immer zweigeteilt. Entweder in oben unten, jeweils ein Tier oder Pflanze, oder links rechts. Und diese Karten werden an die Bäume angelegt während des Spielverlaufs. Wie gesagt, bei einer oben-unten-Karte entweder oben oder unten, sodass nur die Hälfte sichtbar ist. Und bei einer Links-Rechts-Karte genauso links oder rechts. Und so kann ein Baum halt bis zu 4 Karten Platz bieten. Wie kriegen wir jetzt diese Karten ins Spiel? Wir starten mit einer Hand von, ich glaube, 6 Karten. Der Rest des Stapels ist gemischt. Und in unserem Spielzug können wir entweder 2 Karten nachziehen oder aber eine ausspielen. Und eine ausspielen, das ist das, was wir am meisten eben machen wollen, um halt Karten in die Auslage zu bekommen. Eine Karte auszuspielen, muss ich meistens Kosten bezahlen, die sind links oben angegeben, in Handkarten. Das heißt, um diese Linde auszuspielen, muss ich eine weitere Handkarte von meiner Hand abwerfen. Nur, die Abgeordneten kommen nicht einfach auf den Ablagestapel, sondern die kommen in die Mitte. Hier wird es einen Spielplan geben, den haben wir jetzt nicht gebastelt, auf den halt eine offene Auslage von Karten ist, die man dann ziehen kann, wenn man nachzieht. Ich habe ja gesagt, 2 Karten kann ich nachziehen als Alternative zum Spielen. Da könnte ich mich aus der Mitte bedienen oder vom verdeckten Stapel, wie ich möchte. Und die Karten in die Mitte kommen halt durch Ausspielen von Karten, durch Bezahlen, legen wir in der Mitte. Irgendwann ist aber Schluss, wenn da zu viele Karten liegen, wird abgeräumt. So, und das bei den Tieren und anderen Karten funktioniert es genauso. Ich bezahle die Kosten, lege die Karte an und baue mir so meinen Wald auf. Was kann dann noch passieren? Eine Karte kann einen Effekt haben. Das sind dann so kleine, ich nehme mal irgendeine, wo, genau, zum Beispiel hier dieser Fuchs, der hat da jetzt als Effekt eine Karte nachziehen je Feldhase. Feldhase ist halt eine andere Karte, die ich in meinem Wald haben könnte. Zähle ich jetzt halt, wie viele habe ich, so viele ziehe ich nach. Ne? Natürlich hat jede Karte auch, oder die meisten, nicht alle, haben einen Punkteeffekt. Entweder Punkte direkt oder abhängig von irgendwas anderes, zum Beispiel der Fuchs, der möchte halt möglichst viele Hasen fressen, also will er, dass ganz viele im Wald sind und dann gibt es 2 Punkte pro Feldhasen in deinem Wald. Es gibt auch Set-Collection-Karten, wie zum Beispiel die Schmetterlinge, wo du dann möglichst viele unterschiedliche Schmetterlinge sammeln möchtest, um möglichst viele Punkte zu bekommen. Die müssen unterschiedlich sein, ja? Die müssen unterschiedlich sein, steht aber auch drauf auf der Karte, unterschiedliche Schmetterlinge. Jede Karte sagt halt, was sie möchte, um Punkte zu machen. Und das macht auch thematisch Sinn. Es gibt auch noch eine andere Art von Effekt, das sind die hier, wo man eine Farbe sieht. Bei der geht es darum, die Karte, die man bezahlt, mit bestimmten Karten zu bezahlen. Und zwar, jede Karte hat hier oben so eine Farbe oder so ein Baumsymbol. Und wenn man jetzt diesen Feuersalamander mit einer Karte, die hellblau ist, bezahlt, zum Beispiel, keine Ahnung, habe ich hier eine zufällig? Ja, zum Beispiel mit dieser Douglasie, ne, wenn ich die als Bezahlung benutze, dann schalte ich diesen Bonuseffekt frei. Also manchmal muss man was dafür tun, um diesen Effekt zu bekommen. Und da gibt es auch die unterschiedlichsten Effekte, wie zum Beispiel hier darf ich jetzt kostenlos eine Karte, die so ein Pfotensymbol hat, ausspielen in meinen Wald, um so halt mehr Karten zu haben. Wann endet das Spiel? In den Stapel wird ins untere Drittel werden diese 3 Winterkarten eingemischt und sobald alle 3 gezogen wurden, ist sofort vorbei. Und abhängig von der Spielerzahl werden auch noch ein paar Karten zu Beginn des Spiels aussortiert. Also nicht aussortiert, sondern wirklich oben vom Stapel weggelegt, damit die Spieldauer immer so 45 bis 60 Minuten ist, wenn man das Spiel halt kennt. Ja, und am Ende hat man eine schöne Auslage mit wunderschönen illustrierten Karten. Ob man gewonnen hat oder nicht, ist egal. Man hat eine schöne Auslage, über die man sich freuen kann. Das ist Mischwald. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus. Und es gibt sehr viele gemischte Karten.
Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen wäre, dieses Spiel wird komplett plastikfrei produziert und wird keinerlei Plastik enthalten. Was halt zum Thema des Spiels sehr gut passt. Ich wollte gerade sagen, es passt natürlich optimal und ja, schön, dass ihr das so umsetzen könnt. So, alle guten Dinge sind ja drei, deswegen habt ihr auch ein drittes Spiel heute dabei. Genau, Patterns ist ein Zwei-Personen-Spiel im Mandala-Universum. Ähnlich wie in Mandala geht es hier um 6 Farben und wir versuchen hier in diesem bereits ausgelegten Mandala halt Farbgruppen aus Sand zu kreieren, um möglichst viele Punkte zu bekommen. Wenn man dran ist, hat man eine von zwei Möglichkeiten. Entweder man erzeugt eine neue Farbgruppe, die man noch nicht hat, also von einer Farbe, die man noch nicht besitzt, indem man seinen Reservestein nimmt und irgendwo auf dem Board mit einem Stein austauscht, der noch auf dieser umrandeten Seite liegt. Zum Beispiel nehme ich mir den hier, lege den dahin, dann nehme ich meinen kleinsten Zahlenmarker, den ich noch nicht verwendet habe, und markiere damit, dass ich jetzt eine blaue Gruppe, deren Steine jeweils einen Punkt wert sein werden, eröffnet habe. Und den genommenen Stein lege ich zurück in meine Reserve. Macht der Gegner auch. Und dann könnte ich entweder eine neue Gruppe eröffnen oder aber eine vorhandene Gruppe erweitern. Das ist die zweite Möglichkeit, die ich in meinem Zug habe. Entweder indem ich einen benachbarten farbgleichen Stein einfach auf die Rückseite drehe und damit für mich reserviere. Oder aber angenommen, ich hätte jetzt einen blauen in meiner Reserve, dann könnte ich in der Nähe dieses blauen, also angrenzend, einen austauschen und so die Gruppe erweitern. Ah, ja. Okay. Diese zweite Möglichkeit des Erweiterns hat diese zwei Facetten. Entweder einfach nur umdrehen oder durch austauschen. Habe ich natürlich einen Stein in der Reserve, dessen Farbe ich noch nicht eröffnet habe, ja, dann eröffne ich damit eine neue Gruppe und die werden immer wertvoller. Wenn ich alle 6 Farben habe, irgendwann ist die 6. 6 Punkte wert. Aber der Stein am Ende, wo der Marker drauf liegt, der zählt nicht. Es zählen halt nur die zusätzlichen. Also muss ich versuchen, eine Gruppe auch wirklich zu erweitern, damit ich Punkte mache. Wann endet das Spiel? Irgendwann kann es ja sein, dass ich keinen Zug mehr machen kann. Entweder kann ich nichts mehr umdrehen oder meinen Reservestein nicht mehr platzieren. Dann darf mein Gegner noch so viele Plättchen umdrehen, wie geht, aber keine weiteren Aktionen mehr machen. Und dann sammeln wir halt die Steine passend zu den entsprechenden Zahlen ein, zählen unsere Punkte zusammen und wer die meisten hat, hat gewonnen. So eine Partie dauert meist nur 10, maximal 15 Minuten, weil wir haben auf die Schachtel jetzt vor selber 20 geschrieben, aber ist meist sehr fix rum. Das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel. Reines Zwei-Personen-Spiel. Und ein bisschen erkennt man so die Mandala. Ja, ja, genau. So ein bisschen, ne? Ja. Ja. Klingt auf jeden Fall auch sehr interessant. Das kommt wann raus? Oh, du fragst mich Sachen. In diesem Jahr. In diesem Jahr, okay. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Genau. Alles klar. Dann erstmal vielen Dank für die ganzen Infos und auch die tollen Spiele, die wir jetzt hier gezeigt bekommen haben. Und dann weiterhin noch viel Erfolg. Dankeschön, euch auch. Danke. Ciao. Ja, das waren drei Spiele, die demnächst bei Lookout erscheinen werden. Und wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das nicht mehr ganz so lange dauert, weil uns haben die Spiele wirklich sehr gut gefallen. Das ist natürlich alles noch Prototyp, also das Material und so weiter ist noch nicht fertig, aber war auf jeden Fall alles sehr vielversprechend für uns. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, welches Spiel euch jetzt vielleicht besonders interessiert. Und dann sehen wir uns spätestens beim nächsten Video. Alle für Brettspiele, ein Brettspiel für alle. Tschüss!